Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Team Hospital. In dieser Folge haben wir jetzt diesen Notfallpatienten reinbekommen. Und... Oh, wir können die Zeit mal vorstellen. Mal sehen, wie wir das jetzt hier lösen werden. Vor allem hier irgendwie haben wir diesen blöden Platz hier. Ich meine, wir haben ja noch genügend Platz. Ich weiß nicht, warum das da weiß ist. Aber kostet auch noch Kohle. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich einfach nur Texturfehler. Aber vergrößern könnten wir auch jederzeit so. Ist ja kein Problem. Wir können nichts holen, wir haben einfach kein Geld. Aber wir nehmen einen Kredit auf, um mal ein paar Heizungen zu bauen hier auf den Zwischenwegen. Damit die Leute nicht so frieren. So ist es eigentlich okay. Heizung noch ein bisschen aufdrehen. Also dürfte es eigentlich gehen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Ersten Notfall behandelt und das war positiv. 1000 bekommen. Jetzt müssen wir natürlich noch mehr Geld so rankriegen. Ist aber schwierig am Anfang, wir wissen das ja. Der Patient soll warten, bis es neue Diagnosen gibt. Das ist wahrscheinlich dieser Patient. Wir können aber... Wir müssen eigentlich erst die Forschungsabteilung bauen. Sonst kommen wir ja gar nicht an neue Räume dran und dann auch gar nicht an Geld. Das ist das Problem. Machen wir die Heizung nochmal weg. Jetzt doch erstmal den Forschungsraum. Machen wir den mal so länglich. Natürlich auch mit Fenstern. Damit die Arbeitszufriedenheit oben bleibt und alles gut ist. Schon riesig. Mal sehen, wir können ja nachher noch erweitern, wenn es notwendig ist. Was, jetzt haben wir Zugang zu was? So, ich dachte, wir hätten irgendwas jetzt für den Forschungsraum dazu bekommen. Ja, ja, wir brauchen einen Spezialisten, das ist mir klar. Wow, ein sehr guter Arzt, den stellen wir schon mal ein. Sicher ist sicher, aber wir haben keinen Forscher. Das ist kritisch. Wir hatten zwischendurch mal einen, aber einen sehr schlechten. War nämlich ein Berater, den wir gerade eingestellt haben. Warten. 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 Wir haben auch gerade unseren ersten Patienten um die Ecke gebracht. Fängt ja schon gut an. Ich meine, wir könnten ja einen schlechten Forscher einstellen und den Ausbilder reinschicken. Dann wird der schlechte Forscher auch sehr schnell gut. Und dann könnte der wiederum ausbilden. Ist halt ein Hin und Her. Aber ist alles so möglich. Und auch gar nicht mal so verkehrt, könnten wir so machen. Müssen wir mal sehen. In die Forschungsabteilung schicken. Aber ist ein bisschen doof, wir haben gar keinen Forscher. Ah. Unklug. Sehr unklug. Das ist natürlich doof. Wir müssen auf einen Forscher warten. Was, den Leuten ist es zu warm. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Drehen wir runter, ist ganz gut, sparen wir Kosten. Aber
wir brauchen einen Forscher, verdammt. Das war jetzt echt doof. Ein Notfall, das ist gut. Drei Patienten polierte Knochen. Wir haben ja die Poliklinik. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Eine Schwester auf die Station bitte. Sind da die Schwestern sich am Ausruhen? Nö, die laufen einfach nur sinnlos rum. Warum auch immer. Ich verstehe nicht, warum die nicht in ihre Räume reingehen. Jetzt mal schauen, ob wir jetzt noch nicht den Arzt haben. Wir haben einen Berater, aber kein Forscher, verdammt. Patienten geheilt, Notfälle geheilt. Alles gut, wir zahlen die Kosten zurück. Patient soll warten. Ja, wieder ein Berater, aber... Das heißt eigentlich aber, einen Berater können wir immer nehmen. Forschungsabteilung schieben. Warten. Ein Chirurg, aber... Kein wirklich guter. Okay, okay, ich meine schon langsamer. Das war mir jetzt selber gerade ein bisschen zu stressig. Wir haben ja jetzt ein paar Berater jetzt so eingestellt. Dann würde ich sagen, schmeiße ich mal welche raus, die nicht so gut sind. Der ist nicht so gut. Ciao. Dafür nehmen wir lieber den Berater. Okay, der stand ja sowieso draußen, von daher ist das egal. Dann kann der Berater dafür einspringen. Dann müssen wir den gar nicht erst über längeren Zeitraum hocharbeiten. Wieder Notfälle. Hier ist eine Person. Okay, wir nehmen den Patienten an. Patienten mit gebrochenen Herzen treffen ein. Mit gebrochenem Herzen. Aber leider kein Forscher hier in der Forschungsabteilung. Also, den wir auch einstellen können. Das ärgert mich gerade am meisten. Wieder ein Berater. Sehr gut. Haben wir schon mal sehr gute Ärzte. Aber wenn die keine Spezialisten sind für Berufe, sprich Chirurg oder so, aber ist ja schon mal etwas. Notfall geschafft, wieder Schulden abbezahlen. Zumindest das funktioniert. Auch wenn wir immer noch keinen Forscher haben. Warten. Krankheit wurde entdeckt. Das ist einfach ärgerlich. Ich hätte am Anfang den Forscher nehmen müssen. Aber ich wusste, es ist ja nicht. Stopp. Ein Chirurgberater nehmen wir auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich noch einen Chirurgen als Ersatz da. Und das ist wirklich hervorragend, einen Beraterchirurgen zu haben. Ein Forscher, der sehr schlecht ist, und ein Chirurgforscher. Den stellen wir ein. Und... Ach komm schon. Wir noch mal eben Patienten heilen können, oder? Nicht geheilt, aber einen Patienten irgendwo behandelt. So, und jetzt da rein. Endlich geht auch das vorwärts. Jetzt heißt es Geld machen und forschen. Aber es geht dann jetzt auch endlich besser. Alles. Da bin ich jetzt beruhigt. Eine Erleichterung. Ein super Hausmeister, den nehmen wir auch nochmal mit. Eine Weile warten, Forschungsabteilung schicken. Das ist auf jeden Fall immer gut, Ärzte auf Reserve zu haben. Ein Jahr ist rum. Dadurch haben wir wieder Geld plus bekommen und dadurch auch die Schulden abbezahlt. Jetzt heißt es aber erstmal warten. Wir können aber eigentlich schon mal den Ausbildungsraum planen.
können wir auch eigentlich hier hinsetzen. Der muss ja nicht so übertrieben groß sein. Reicht schon vollkommen aus. Stopp. Fenster machen wir natürlich noch. Ich mache mal die Zeit ein bisschen langsamer, während ich hier baue. Bücherregal, Vortragsstühle, machen wir vier Stück. Mülleimer ein, Pflanze ein, Heizkörper ein. So, hier vorne steht der Chef. Und dort... Doktor in die Psychiatrie, bitte. ...sitzen die Schüler. Könnte rein theoretisch... In die Allgemeinmedizin. Ja, rein theoretisch können wir noch mehr Stühle machen. Einfach mal, ich habe jetzt noch ein paar genommen. Nö, das reicht so, 5 Leute. Ach Mist, ach verdammt. Ich wusste, dass mir das nochmal passieren wird. Da habe ich immer so ein Talent für sowas. Einmal falsch geklickt und alles wieder hinfällig. Nee, so ist das vollkommen okay. Wir brauchen ja nicht 10.000 Schüler. So reicht das. So. So ist alles gut. Die Patient soll warten. Neue Krankheit entdeckt. Neue Krankheit entdeckt. Und nochmal eine. Am besten wäre es ja sogar, den Chirurgen Berater zu nehmen, den wir dort haben. Der soll unterrichten. Jetzt ist es den Leuten zu kalt. Ich nehme die Heizung wieder eins hoch. Mir ist es ganz persönlich viel zu warm. Ich nehme hier gerade bei 27 Grad auf. Schönes Wetter. Ja, gestern war auch schon schönes Wetter. Überhaupt jetzt mal ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter. Sonst immer Pech, Regen, Wind. Und überall in Deutschland war es schön, außer hier bei mir. Aber jetzt mal so ein bisschen Glück. Hier können wir die Grottenärzte einstellen. Also die wirklich... Wir können eigentlich alle Ärzte einstellen, damit die da lernen. Die werden ja sowieso besser. Der wird sie zu Meisterchirurgen machen. So, Patient soll warten. VIP laden wir ein. Und Patient soll warten. So, hier haben wir nichts Neues. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier haben wir jetzt soweit alle Räume, die wir brauchen. Und einen Ausbildungsraum. Jetzt erstmal bilden wir Chirurgen aus. Wir können später noch Forscher ausbilden oder Psychiater, aber Psychiater müssen wir eigentlich nicht haben. Haben wir genügend. Da haben wir schon 3 Stück oder so. Davon einen sehr guten. Ist jemand zum Arzt geworden? Wie kann es denn sein, dass die frieren? Da ist so eine Heizung drin. Nimm die Heilung wahr. Das sind ja sehr hohe Werte. Ja, ja, mein Kontostand ist beängstigend niedrig. Und warten. Jetzt müssen wir natürlich auch warten, bis wir neue Räume erforscht haben. Alles ein Geduldsspiel. Was haben wir hier? Warten. Operationstisch wurde verbessert. Zumindest das funktioniert. Die frieren hier trotzdem noch. Stellen wir halt die Heizung hoch. Der Patient hat sich übergeben und der will eine Gehaltserhöhung. Neue Krankheit entdeckt. Ah, Spitzungenabteilung haben wir bekommen. Der Patient soll warten. Der Patient soll warten. Und wir stellen nochmal einen Hausmeister ein, der sich auf das Saubermachen spezialisiert. Der hier ist zufriedenstellend. Der soll nur sauber machen. Alle Grundstücke.
wusste gar nicht, dass man das auch einstellen kann. Ist vielleicht ganz nützlich so, aber ich weiß nicht, wie die Grundstücke aufgeteilt sind. Ist das hier... Achso, Land Nummer 1, Land Nummer 2. Okay, dann kann man die für die jeweiligen... Oh nein! Das Spiel mobbt mich doch. Ich kann auch gar nicht... Man kann ja manuell reparieren, aber ich komme gar nicht dahin gelenkt, weil ich hier einfach die ganze Zeit von A nach B gerüttelt werde. Das ist einfach... Ich frage mich, wie man das machen soll. Wie man die Maschinen manuell reparieren soll, bevor sie kaputt gehen. Wenn das so extrem am Rütteln ist. Merkwürdig. Wieso leuchtet das nicht auf? Wollen wir einfach mal davon ausgehen, dass das jetzt gemacht wird. Der Hausmeister ist fürs... Dann machen wir ihn mal fürs Reparieren. Der möchte eine Gehaltserhöhung, weil er jetzt ein bisschen was gelernt hat, da wird er direkt mehr verdienen. In die Forschungsabteilung mit dir. So, jetzt haben wir aber die Spitzungabteilung. Jetzt bauen wir die auch mal. Problematisch, problematisch. Das ist echt schwierig. Ich finde das ja eigentlich schade mit dem Platz. Das ist einfach verschwendet. Aber ich will hier auch keine enge Gasse haben. Hier werden wir aber wieder dasselbe Problem haben, weil daneben passt dann wiederum auch nichts. Hinten auch wieder so eine enge Gasse. Ach, das ist doch doof. Gut, machen wir das halt hier hin. Vielleicht können wir das ja doch irgendwie irgendwann mal nutzen. Müssen wir mal abwarten. Ich zweifle es zwar, aber es ist einfach irgendwie schade um den Platz, finde ich. Ich würde immer recht sparsam sein und so weiter, aber... Soll wohl nicht so sein. So, Hausmeister dürfen wir jetzt auch genügend haben. Machen wir mal Getränkeautomaten, Bänke... Heizkörper. Obwohl, so viele brauchen wir da jetzt nicht. So reicht es ja. Nehmen wir an 7 Patienten mit Saumagen. Wir haben ja 2 Pharmatheken. Das dürfte dann hinkommen. Hier für diese brauchen wir einen Entseucher. Den wir aber noch nicht haben. Wir haben ja gerade erstmal die... Doch, wir haben die Entseuchung. Wow, das ging ja jetzt irgendwie flott. Soll warten. Wir nehmen einen Kredit auf von 15.000. Oh Mann, oh Mann. Und bauen die Entseuchung. Die muss ja was größer sein. Passt dann auch ganz gut hier hin. Machen wir es auch so. Die Dame muss mal da raus. So, Notfälle kommen auch gerade rein. Hoffentlich kriegen wir das jetzt alles geregelt. Mal sehen, hier haben wir noch einen guten Arzt, den stellen wir da ein. Nachher, wenn die Nachwuchskräfte alle fertig ausgebildet sind, dann brauchen wir da keine Ärzte mehr einstellen. Außer wir bräuchten einen guten Forscher oder so, aber... Ist eigentlich dann nicht mehr notwendig. So, das läuft jetzt. Jetzt haben wir auch endlich den Entseucher. Jetzt können sie doch... Wieso gehen sie denn nicht? Die müssten doch jetzt eigentlich behandelt werden können. Und wie
sieht's aus? Das wurde jetzt auch repariert. Gut, habe ich jetzt nochmal überprüft. Aber ich sehe auch gerade, wir sind schon wieder am Ende einer Folge von Steam Hospital. Und eine Folge mache ich noch in dieser Aufnahmesession. In der Woche schnell reingeholt, weil ich das am Wochenende nicht machen konnte. Aber eine Folge machen wir noch. Aber wie es weitergehen wird und ob wir das hier noch so gut weiterhin hinkriegen werden wie jetzt, weil es läuft jetzt wirklich ganz gut. Aber ich wette, da wird ein, zwei Erdbeben werden da kommen, die machen unsere Maschinen kaputt. Wird leider so sein, die werden ja immer heftiger. Aber warten wir es mal ab. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, nämlich schon übermorgen. Und bis dahin,